Herzlich willkommen, mein lieber Steinbock. Ich möchte für dich schauen, was deine Kalenderwoche 28 für dich bereithält. Ich kann jetzt schon mal sagen, es ist eine schicksalsträchtige Woche. Ich hatte bei wahnsinnig vielen Sternzeichen das Schicksalsrad und es scheint wirklich so zu sein, dass wir darauf hingewiesen werden, dass es sich um diese Woche wirklich um ordentlich was dreht. Also wirklich etwas, was du nachhaltig etablieren kannst, was du vielleicht auflösen kannst, etwas Dunkles aus deinem Leben raushalten kannst. Kalenderwoche 28 beginnt am 10. und endet am 16. Juli. Okay, Steinbock, bei dir geht es tatsächlich um irgendwas Zwischenmenschliches. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwie wieder jemand dir näher kommt, beziehungsweise du wieder besser mit jemandem umgehen kannst. Das hier ist eine typische Liebeskarte. Wir treffen uns, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Ich lege dir mein Herz dar, du legst mir dein Herz dar. Ich habe das Gefühl, hier geht es auch irgendwie um eine gewisse Offenheit. Vielleicht auch so im gewissen Maße von, ich offenbare mich. Ich habe vielleicht etwas, was ich dir schon lange sagen möchte. Und jetzt komme ich damit klar, beziehungsweise es ist so ein bisschen hier Ungeheuer zähmen, ne? Ich habe da ein kleines Ungeheuer in mir drin und ich möchte es dir zeigen, sodass ich damit auch besser umgehen kann. Wenn man immer etwas im Verborgenen hält, im Dunkeln, dann bleibt es im Dunkeln und man kann es schwer greifen. Aber hier wirkt das so, als ob etwas nach vorne gebracht wird, ins Helle, auch mit der Gefahr, dass es vielleicht andere abschreckt. Hier habe ich in der Legung drin, dass es niemanden abschreckt, sondern dass die Menschen dich feiern und wirklich das begrüßen und wirklich sagen, okay, das rechnen wir dir hoch an. Vielen, vielen Dank, dass du uns das von dir gezeigt hast, dass du uns das von dir gesagt hast. Ja, das ist so eine ganz, ganz wichtige Aussage. Wir haben um dich herum nur Kelche. Hier ist wirklich so eine Komplimentekarte. Vielen, vielen Dank, dass du das getan hast. Wir sind stolz auf dich und wirklich Menschen, die dir dadurch noch näher kommen. Oder vielleicht auch deine Liebe, die dir dadurch noch näher kommt. Also dein Lebenspartner, dein Herzensmensch, sowas habe ich hier ganz, ganz stark mit drin. So, jetzt schauen wir nochmal weiter, ob sich weitere Karten zeigen wollen. Und das gibt dir tatsächlich eine wahnsinnige Sicherheit und eine wahnsinnige innere Ruhe. Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Es könnte tatsächlich hier etwas sein, was du schon seit der Kindheit hast. Irgendwie habe ich hier so die Karte von etwas von früher. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dadurch, dass du dich offenbarst und deinen Freunden oder deinem Herzensmensch mitteilen, vielleicht auch deiner Familie, kommst du hier in eine ganz andere Position. Du kannst mit deinem, was auch immer du da offenbart hast, du kannst damit besser umgehen. Du bist irgendwie in einer stärkeren Position. Du wirst ruhiger, weil du etwas nicht mehr verstecken musst, etwas verheimlichen musst. Das hier könnte auch so eine typische Legung sein für ich oute mich. Egal, ob das da ein Thema Homosexualität ist oder vielleicht auch irgendein anderes Thema, vollkommen egal. Ich oute mich, ich sage, wie es ist. Und die Menschen gratulieren mir. Die Menschen finden das gut. Und dadurch bekomme ich eine wundervolle innere Ruhe, weil ich mich nicht mehr verstecken muss, weil ich mich nicht mehr verbiegen muss und nicht immer Angst haben muss, dass etwas rauskommt. Ganz, ganz starke Energien in dieser Woche. Ob du das natürlich annimmst und das Gefühl hast, ja, ich bin bereit, um das von mir zu offenbaren, das ist wieder ganz alleine deine eigene Entscheidung. Du musst nichts tun, nur weil die Karten sagen, der Moment ist extrem günstig. Wenn du das gerne möchtest, den Moment verstreichen lassen, auch das darfst du, ja? Du darfst das selber entscheiden. So. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich freue mich über ein Abo, ein Like, und einen Kommentar. Alles selbstverständlich kostenlos. Und ich freue mich wahnsinnig. Von daher haut in die Tasten und bis zum nächsten Mal.